Wir begrüßen euch zu unserem Projekt Deutschlandkarte aller Bahnen. Wir sind Jana, Jonathan, Jiskop, Leo, Moritz und Simeon. Guten Morgen. Also wir hatten das Problem, dass wir wussten, dass viele Städte bessere Bahnverbindungen haben als andere. Jedoch wussten wir nicht, welche Städte gute und welche Städte schlechte Bahnverbindungen hatten. Und wir konnten auch keine übersichtliche Deutschlandkarte finden, in der man die Zeitdauer zwischen Bahnhof A und Bahnhof B gut erlesen kann. Deswegen hat uns das dazu motiviert, diese Karte zu erstellen. Aber es war nicht nur dieses Thema, sondern es waren auch noch andere Themen. Zum Beispiel wollten wir auch noch wissen, welche Bahnverbindungen, welche Städte gut miteinander verbunden sind. Und wir wollten auch noch Daten visualisieren, weil das lustig ist, aber auch sinnvoll. So kann man zum Beispiel wissen, wenn man von Hamburg nach Berlin zieht, wie gut diese beiden Städte verbunden sind. Außerdem könnte man auch der Bahn sagen, dass sie doch diese und jene Städte besser anbinden sollte. Die Lösung des Problems war, eine Karte zu machen, welche die Fahrzeit visualisiert. Wir haben uns dabei eine deutsche Karte genommen von einem GitHub Open Source Framework und haben die dann verwendet, um die Sachen zu visualisieren. Das ganze Projekt haben wir integriert in das bestehende Jugendhack-Projekt Fahrplandatengarten. Das ist ein Projekt zum Sammeln, Bereitstellen und Visualisieren von Fahrplandaten. Das ganze Projekt ist Open Source und natürlich auch eine Live-Demo verfügbar. Die Daten, die wir benutzen, kommen aus dem HFAS der Deutschen Bahn. Das HFAS steht für HACON Fahrplan-Auskunftssystem und ist das Programm, das die Deutsche Bahn und sehr viele andere Verkehrsverbünde dazu nutzen, ihre Fahrpläne unter anderem auch mit den Echtzeitdaten bereitzustellen. Das Problem daran ist allerdings, dass die Datenqualität sehr zu wünschen übrig lässt. Wir haben jetzt noch ein paar Beispiele dazu. Zum Beispiel das Zeitformat wird ohne irgendwelche Trennzeichen angegeben, also 13:34:00 ist 13:34 und 0 Sekunden und die Sekunden sind auch immer 0. Und wenn die Uhrzeit größer als 24 Stunden ist, ist auch der nächste Tag gemeint, was erstmal schwierig herauszufinden ist. Und dazu gibt es noch Benennungen, beispielsweise SYN-RES-L. Wir vermuten, dass RES-L irgendwas mit Result-List bedeutet und das ist das Element, wo die Abkürzung drin ist, wo die Antwort drin ist mit allen Sachen, die HFAS zurückgibt. Dazu gibt es noch CTX-Recon. Dabei wird mit einer komplexen Route die Details, die zum Neuholen der Daten dieser Route benötigt werden, angegeben. Und es gibt noch A-Time-R und A-Time-S, also Arrival-Time-Scheduled und Arrival-Time-Real. Und es gibt eigentlich das Problem, dass zumindest für uns keine Dokumentation verfügbar ist und wir deshalb alles selbst herausfinden müssen. Genau. Und weil man dafür immer wieder dieselben Funktionen braucht, weil man so etwas rausfindet, zum Beispiel wenn man die Uhrzeit richtig auslesen möchte, wurde schon früher in einem alten Jugendhack die Python-Bibliothek PyHafas angefangen. Die haben wir dann auch hier benutzt. Also das ist eine Bibliothek, die mitgeschrieben wurde von Teilnehmern aus diesem Projekt hier. Außerdem haben wir Django benutzt. Django ist auch eine Python-Framework, womit man einfach Daten speichern kann und Daten rausgeben kann, wenn man sie rausgeben soll. Und im Frontend, also das, was man sieht, da haben wir d3.js verwendet. Das ist ein JavaScript-Framework. Und es macht einfach, dass wir Graphen besonders schön anschaulich haben und sich Sachen ändern, wenn wir draufklicken können, dass sich die Seite nicht immer neu laden muss. Genau, dann kommen wir jetzt auch schon zur Demo. Die ist auch im Internet erreichbar unter fahrplandatengarten.de. Und Fahrplandatengarten ist diese Datensammelplattform. Da sehen wir zum Beispiel jetzt hier eine Statistik, was der aktuell verspäteste Zug ist. Und wenn ich jetzt hier oben auf Netzkarte klicke, dann habe ich hier die Karte, die wir gebaut haben. Und hier gibt es verschiedene Punkte. Zum Beispiel hier oben ist Hamburg. Und wenn ich jetzt auf einen Punkt draufklicke, zeigt mir das mit diesen Linien an, wie gut dieser Bahnhof verbunden ist. Und die Dicke der Linie zeigt immer, wie schnell es geht. Und desto dünner die Linie, desto schneller ist die Verbindung. Das kann ich sehr gut sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Dresden klicke, dann sind fast alle Linien sehr, sehr dick. Und jetzt im Vergleich Berlin hat fast überall deutlich dünnere Linien, außer natürlich zu Dresden.
Und das ermöglicht es einfach sehr schnell zu sehen, wie gut diese Bahnhöfe verbunden sind. Das war erst die zweite Wahl der Visualisierung. Erst hatten wir uns entschieden, dass wir einfach nur verschiedene Knoten machen und anhand der Länge der Linien zwischen diesen Punkten dann visualisieren, wie lang die Strecke braucht. Das Problem ist, dann könnte es sein, dass Stuttgart irgendwie oben und Hamburg unten ist und dann gibt das Ganze topografisch einfach keinen Sinn mehr. Deswegen sind wir dann auf diese Art der Visualisierung umgestiegen. Genau. Wie sich für ein Jugendhackprojekt gehört, ist unser ganzer Code online. Wir haben den ganzen Code auf GitHub veröffentlicht, die Plattformen, dann hier die Karte und zum Schluss die Bibliothek, die wir gemacht haben. Genau, wenn ihr das im Internet erreichen wollt und testen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, unter fahrplandatengarten.de. Und ich ende mit einem kleinen Appell, veröffentlicht mehr offene Daten, weil für uns ist es sehr umständlich, wenn wir aus dieser eigentlich geschlossenen oder künstlich schwierig gemachten Schnittstelle der Bahn irgendwie Daten rauskratzen müssen. Das ist sehr viel Arbeit. Und man kann ja damit gute Dinge machen, weil wenn jetzt mehr Leute wissen, wie zum Beispiel Bahnhöfe verbunden sind und ich dann Bahnhöfe, die schlechter angebunden sind, besser mache, dann kann es sein, dass Leute, die dort wohnen, mehr Bahn fahren. Und das ist natürlich auch gut für die Umwelt. Deswegen veröffentlicht mehr offene Daten. Vielen Dank. Was waren denn so Schwierigkeiten bei euch? Was fand ihr extrem schwierig beim Realisieren? Ich glaube, da sind sie uns jetzt schon entwischt. Da sind sie schon wieder von der Bühne runter. Nein, Jana kommt wieder. Da ist jemand. Kommt wieder rauf. Und muss ich jetzt antworten, weil ich meine Kamera angemacht habe? Probleme waren unter anderem, dass es halt einfach viel komplizierter war, als wir gedacht haben. Es gab auch, wir haben zum Beispiel überlegt, ob wir das immer für jeden Bahnhof machen, wenn wir draufklicken, oder eine absolute Karte machen. Und dann ging es wieder zu Problemen mit Umsteigezeit und das wurde alles furchtbar mathematisch, obwohl man eigentlich nur eine Deutschlandkarte machen wollte. Ja, man merkt, man ist an topografische Karten gewöhnt. Gab es sonst noch Holpersteine bei eurem Projekt? Vielleicht auch an die anderen? Genau, also wir hatten noch ein paar Probleme damit gehabt, dass wir nicht bei Hafas, dass wir nicht genau die Daten am Anfang direkt bekommen haben, die wir wollten und mussten uns wieder erst das durchwuseln, damit wir das alles bekommen haben. Okay, trotzdem cool, dass ihr es die ganzen 4 Tage lang versucht habt.